Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute spielen wir eine weitere Runde Higher Lower und diesmal wieder um Filme. Das bedeutet, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Wir schauen uns heute hier, ich mache es mal noch so, ein paar Ratings von Filmen an. Die sind immer mit IMDb-Stats versehen. Und letztes Mal aus Mai 22, also jetzt gute ein Jahr her. Wir haben ja hier Movies, Family Animation, Bollywood Christmas und so weiter. Ich werde overall Movies nehmen. Und wie gesagt, wenn du was anderes Bock hast, schreib mir das gerne in die Kommentare, wird es bestimmt mal geben. Ich mache mich hier ein bisschen kleiner. Wir spielen Amelie 2-1 vs. Monster Inc. 2-1. Es geht jetzt darum, was hatte die bessere IMDb-Bewertung? Und ich sah, Monster AG war schon mega geil. Und es war falsch. Autsch, ja. Also war ja nur ein Beispiel, ne? Hamilton versus Before Sunset. Problem ist, ich kenne Before Sunset nicht. Ich hätte Hamilton gesagt. Let's go. Rogue One. A Star Wars Story. War ich im Kino, auch wenn ich gar kein Star Wars Fan bin, fand ich gut, aber nicht über 8,4. Okay. House of Gucci soll Müll gewesen sein. Zack. Auch wenn ich die Gucci-Geschichte sehr spannend finde. Rocky. Also Freunde, der Film ist von 1976. Ich weiß, das ist für viele wahrscheinlich eher abschreckend und alles, aber ich würde jedem empfehlen, sich Rocky mal zu geben. Genialer Film. Pure Motivation auch. Ich sah auch höher als der. Damit, ich kannte den nicht, deswegen. Look who's bad at this game. Autsch. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Kenne ich nicht. Ich sag, der ist besser. Ey, das könnte. Ja, ich hab's befürchtet. Verdammt. Oh. Ich meine, guck euch das an, wartet. Wie gemein ist das? Das sind beides Leo-Filme. Ich liebe Leonardo DiCaprio als Schauspieler. Ich feiere beide Filme ultimativ. The Wolf of Wall Street hat mich ein bisschen zum Investieren gebracht. Auf legale Weise wohl bemerkt. Don't Look Up ist halt so tragisch, dass es halt korrekt sein kann, dass sowas passiert. Ich fand aber The Wolf of Wall Street noch einen Ticken besser. Okay, ja. Oh, 12 Years a Slave dürfte mehr haben. Was? Krass. Also finde ich gut, aber war auch ein starker Film. Full Metal Jacket, come on. Ja. Das Problem ist, das ist halt auch, oh, der Batman ist nice. Das ist halt auch hardcore subjektiv, ne? Das ist halt das Problem. No Time to Die ist weniger wahrscheinlich, ja. Fand ich zwar einen schönen Film, aber nicht der beste Bond. Wird auch weniger haben. Wie Incredibles. Before Sunset, was hat denn der Film nochmal? Nein, ich hab's vergessen. Ich glaube 7,4, oder? Nee, es war 8 glatt. Damn it. Ja, jetzt bin ich komplett raus. Ich sag hier der Bruder. Ja, keine Ahnung, kenne ich beide nicht. Das klappt ja richtig gut. Oh, Fight Club. Übel geil mit Brad Pitt und Edward Norton. Once Upon a Time in America, auch nice. Ich sag Fight Club hat mehr, aber war ein geiler Film. Absolut genial. Auch halt mehr als das hier. Oh, das ist so ein guter Film. Digimon The Movie. Den habe ich auch zu Hause gehabt, habe ich nicht mehr, glaube ich, aber nice, aber weniger. Habe ich gefeiert, als Kind halt. Psycho. Ja. Alfred Hitchcock, Psycho. Bam. Oh, weiter mit dem 5,4 Hour. Oh, Catch Me If You Can hat mir natürlich mehr klar. Ja, klar.
das dann wahrscheinlich, oh, punktgleich zählt 7. Nein, Dawn of a Planet of the Apes, also Planet der Affen, hat weniger wahrscheinlich. Okay, ja, wir haben die 8 wieder, unser Rekord. So, eins war halt nice, komm. Ja, neuer Rekord, 9. Boah, der Zauberer von Oz. Ich sag, hat mehr, oder? Ja, 10. Wir sind zweistellig. Pitch Perfect hat weniger. Nice, let's go, Alter. The Great Escape hat mehr. Ja, easy, cool. Er ist so, nee, der hat weniger. Die wurden immer schlechter. Here comes the man in black. MIB 3. Ich muss sagen, mein Lieblings-Man in Black habe ich Todes gefeiert. Habe ich so oft gesehen schon. Mehr. Safe. 6,8 finde ich aber auch traurig. Into the Wild kenne ich nicht, hat aber wahrscheinlich mehr. Weil bei 6,8 geht nicht. Der Hobbit hat mehr. Nein, Quatsch. Nein. Wir sind ja gar nicht mehr bei den 6,8. Egal. 15. Das ist schon mal ein Premium. You're getting good at this. Ja, Mann, ich werde besser. The Apartment hat mehr. Das ist. Boah, furchtbar. Ich muss gestehen, Superman war aber auch nie mein Fall. Also, ich war nie so der ultimative Superman-Fan. Ich bin eher Typ Batman. Also, insbesondere mit Christian Bale. Also Batman Begins, Batman The Dark Knight, Batman The Dark Knight Rises. Und auch jetzt der wie Batman mit Robert Pattinson fand ich ultimativ genial. Ja, das habe ich befürchtet. Da habe ich auch total Bock drauf auf Teil 2 und Teil 3. Das war etwas entspannter, langsamer, aber genial. Guardians of the Galaxy 2 habe ich auch gefeiert. Separation hat mehr wahrscheinlich, kenne ich aber nicht. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe manchmal am Gefühl, am Bild kannst du sehen, ob der besser stammt oder schlechter war. Oh, Rush. Nice. Niki. Möge er in Frieden ruhen. Der Man of Steel. Jeder Muskel aus Stahl. Der Man of Steel. Da, brutal. Das kann ich nicht hier sagen. Kennt das Lied jemand? Ich frage mich, ob das jemand kannte jetzt. Gott, das ist so ein bisschen so Jugenderinnerung. Ist auch schon wieder 8 Jahre oder sowas. Nee, nicht mal. 9 Jahre her. Zack. Let's go. Ein Quantum Trost. Nee. Weißt du, also wenn ich die Bond-Filme so von wie Daniel Craig raten müsste, dann kommt ein Quantum Trost wahrscheinlich auf den letzten Platz. Also, den fand ich einfach so ätzend, den Film. Also nicht ätzend, aber ich fand den nicht so gut. Was hatte Full Metal Jacket? Unter 8,3, ne? Ja. Ich muss gerade überlegen, welchen ich auf Platz einsetzen würde. Wahrscheinlich Skyfall. Skyfall, dann Spectre, aber einfach weil ich die Schauspielerauswahl so mochte. Ich mag da mag Christoph Waltz halt ultimativ gerne. Ja, wobei Casino Royale war halt auch absolut geil. Es könnte auch, ja. Also Skyfall, Spectre, Casino Royale. Da streite ich mich drüber, welcher davor ist. No Time to Die. Quantum Trost. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht, ne? War doch Casino Royale, Quantum Trost, Skyfall, Spectre und dann No Time to Die. Müsste. Ich habe keinen vergessen, ne? Nee, ich glaube nicht. Batman Forever, der hat nicht so viel.
Den feiere ich zum Beispiel dann nicht mehr so. Monty Python. Also alles, was von Monty Python kommt, ist einfach nur Kult. Ich glaube, danke. Oh, Million Dollar Baby ist halt auch nice gewesen. Auch ein starker Film. Oh, Kill Bill hat weniger. Gleich ist auch okay. Ist auch okay für mich. Nee, komm, als ob. Was? Ich kenne mich halt mit sowas nicht aus. Okay, noch eine Runde. Halloween, oh geil. Okay, ja, kann sein, ich kenne es nicht. Oh. Kenne ich beide nicht. Ja, RIP, okay. GG. Nochmal. Oh, okay. The Batman war nice. Einfach ein richtig guter Film, wie ich fand. Ein richtig guter Film. Nee. Captain Marvel war. Naja, also ich habe beide im Kino gesehen. Nee, da ist für Batman schon deutlich besser als Captain Marvel. Planet der Affen hat weniger. War ich damals auch im Kino? The Good, the Bad and the Ugly. Ich kenne die Musik davon. Ist längere Zeit das Einlauflied von Green Day gewesen. Ich sag mehr. Müsste. Safe. Nee, sorry, Guardians. Oh, Mads Mikkelsen. Wie ich finde, by the way, ein wenig unterhypter Schauspieler, der echt schon geilen Mist gemacht hat. Ich habe Spencer nie geschaut. Ein paar Kritik immer sehr gemischt. Manche sagen mega, manche sagen mega Müll. Deswegen war das jetzt, ja. Oh Gott, Old soll so Müll sein. Okay, ja. Da ich schon so häufig was von gehört, dass der so eine Grütze sein soll. Ja, würde natürlich unter 8,6 haben, aber ich fand Spectre sehr nice. Ich fand Spectre sehr nice. Einfach wegen der Schauspielerwahl. Ich weiß gerade nicht, wie heißt sie. Die Dame. Die James Bond dann auch. Ich mochte die Schauspieler einfach. Ja, Green Lantern war Müll. Ryan Reynolds, also. West Side Story hat mehr. The Blair Witch Project könnte mehr haben. Bei 14. Dammit. Oh, Dark Fate soll Müll gewesen sein. Schade. Es gab Terminator-Filme, die ich gefeiert habe. Nein. Das ist so die schlechte Zeit von Batman. Und zwar die ganz schlechte Zeit, wie ihr mit 3,7 seht. Vertigo hat weniger. Nein. Mann. Oh, Parasite. Einer der krassesten Filme. Mehr. Ganz klar, gar keine Frage. Saving Private Ryan. Ich meine, Steven Spielberg, Tom Hanks, das ist ja ne, alleine schon eine Ansage. Some like it hot. What the fuck? Halloween war weniger. Ah, cool. Die Avengers muss mehr haben. Ja, okay. Oh, Legende 2012, der Film. Nein, der hat mehr. Nee, doch nicht. Glück gehabt. The Cursed hat mehr. Na gut, ich werte das als meinen Rauswurf. Ich hoffe sehr, dir hat es ein wenig gefallen. Wenn ja, dann lass es mich doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Wie stimmst du so ab? Glaubst du, ich habe mich ganz gut geschlagen oder war das echt mies? Schreib es mir in die Kommentare. Ich hoffe sehr, dir hat es ein wenig gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Hau rein. Ciao.